Rossmans Welt ist in Unordnung geraten. Nach und nach sanken die Fortpflanzungsraten seiner Muttertiere. Als seine Sauen kaum Nachwuchs mehr brachten, musste er die Schweinezucht einstellen. Sein Stier wurde steril. Seine Kühe werden nicht mehr trächtig. Für ihn ist das Gen-Soja-Futter schuld. Der Farmer, der einst Hunderte von Schweinen versorgte, ist pleite. Er kann seinen Kühen gerade ein halbes Kilo Mais geben. Doch Monsanto, so Rossman, unterstellt ihm Managementfehler. Ich bin tief frustriert. Als ich mit diesem Problem konfrontiert wurde, hatte ich viel Vertrauen in die Regierungsstellen, auch in die Universitäten und auch bis zu einem bestimmten Ausmaß in die Firmen, deren Produkte wir ja kaufen. Man hatte uns ja gesagt, diese Produkte seien sicher, sie seien getestet worden. Fehler tauchten nicht auf. Was ich aber wirklich alarmierend fand, als ich mit meinen Problemen kam, war deren einzige Reaktion Verstecken. Die Rechercheure wurden eingeschüchtert, Daten gefälscht und die, die die Sache an die Öffentlichkeit brachten, wurden ebenfalls eingeschüchtert. Rossman ist nach jahrelangem Kampf als Bauer mit seinem Hof am Ende. Doch er suchte Leidensgenossen und siehe da, er war nicht der Einzige mit solchen Problemen. 5 Bauern fand er in nächster Nähe, die ähnliche Schwierigkeiten hatten. Und als die Medien darüber berichten, kommen weitere Bauern dazu. Alle kämpfen mit den gleichen Schwierigkeiten. Sie sind Schweinezüchter, deren Muttertiere Nachwuchsprobleme haben. Es sei die Chemie und das Genfutter, sagen sie, man müsse Feldstudien machen. Aber Monsanto beharre darauf, dass diese Gentechnologie sicher sei. Es seien die Farmer, die gegen die Regeln guter landwirtschaftlicher Praxis verstießen. Sie müssen wieder ran. Es ist Spritzzeit. Rossmans Kollegen füllen die Tanks mit Monsantos Roundup. Einmal auf Gentech-Anbau eingestellt, gibt es kaum ein Zurück. Lange Zeit galt der Wirkstoff Glyphosat im Roundup als relativ umweltfreundlich. Aber es mehren sich kritische Stimmen. Vielleicht ist es ja nicht die Gentechnik selbst, sondern das Pestizid Glyphosat, das für die Probleme verantwortlich ist. Es gibt Studien, wonach Roundup Hormone schädige. Alle leben hier mit den Genpflanzen und müssen deshalb Monsantos Roundup spritzen. Harlan, im Herzen Amerikas. Ein ländlicher Ort, so unscheinbar wie viele andere in Iowa. Doch man berichtet uns von bizarren Attraktionen. Dreibeinige Frösche gäbe es im Fluss. Es kursiert eine Studie der Universität Pittsburgh, wonach Monsantos Roundup für ein unerklärliches Froschsterben verantwortlich gemacht wird. Monsanto verneint jeglichen Zusammenhang. Einer weiteren Studie zufolge löse Glyphosat Geburtsfehler aus. In Harlan erzählen uns die Leute tatsächlich von vermehrten Problemen. Im Krankenhaus heißt es dann, statistisch gäbe es vielleicht Auffälligkeiten, aber ein Interview könne man nicht geben. Wir vereinbaren einen Termin mit einem Experten. Professor Vincent Gary ist ein vielbeschäftigter Mann. Er ist Autor von Expertisen über die Auswirkungen chemischer Gifte auf den Menschen. Spezialgebiet Pestizide. Wie gefährlich ist Glyphosat? Diese Frage hat Professor Gary wissenschaftlich untersucht. Er hatte zum Beispiel in ländlichen Gebieten Daten gesammelt und wollte die Frage klären, was passiert mit den Bauern, die regelmäßig Kontakt mit Glyphosat haben? Seine Ergebnisse waren besorgniserregend. Die Samenzahl der Bauern nahm ab. Viele Kinder zeigten krankhafte Veränderungen des Nervensystems. Die Chromosomen würden angegriffen. Es gäbe Defekte an den Genen, so Gary. Es gibt einen starken statistischen Zusammenhang zwischen diesen Verhaltensdefekten und Glyphosat. Wie hat Monsanto reagiert, als sie mit ihren Daten kamen? Nun, sie haben die Daten angezweifelt, wie man schon annehmen konnte. Sie haben mich ein- oder zweimal angerufen und haben mich befragt. Ich habe gesagt,
Finanzieren Sie mir Studien, wir wiederholen die Versuche. Doch dann sagten sie, oh, Geld haben wir nicht. Nach dem Interview erzählt uns Gary noch Folgendes. Unmittelbar nach der Veröffentlichung über die negativen Auswirkungen von Glyphosat in Minnesotas Landwirtschaft wurde sein Fachbereich an der Universität geschlossen. Begründung ebenfalls Geldmangel. Für ergänzende wissenschaftliche Einschätzungen empfiehlt er uns mit Professor Leonard Hardell leitet eine Krebsstation im Universitätskrankenhaus Örebro. Er untersucht statistische Zusammenhänge zwischen Pestiziden und Krebserkrankungen. Seine Zahlen, so der angesehene Professor, belegten einen Zusammenhang zwischen Monsantos Glyphosat und dem Non-Hodgkinson-Lymphom, einer seltenen Krebserkrankung. Wenn man Glyphosat benutzt, dann hat man ein doppelt so hohes Risiko, an diesem Krebs zu erkranken. Auf Hardell, der in der Fachwelt hohes Ansehen genießt, wird wegen dieser Auffassungen, so sagt er uns, Druck ausgeübt. Auf Monsantos Internetseiten wurden Hardells Untersuchungen angezweifelt. Glyphosat sei bei weitem nicht so gefährlich, wie er behaupte. Mittlerweile hat Monsanto die Seite aus dem Netz genommen. Weshalb? Zurück zu Agent Orange und Dioxin. Professor Hardell ist auch für die Wirkungen dieses Produkts Fachmann. Er wurde deshalb auch Mitte der 1980er Jahre von der australischen Regierung, die ebenfalls Soldaten nach Vietnam geschickt hatte, zur Wirkung von Agent Orange befragt. Doch seine Daten wurden nicht berücksichtigt. Dafür aber meldete sich ein ebenfalls angesehener britischer Kollege Sir Richard Doll mit massiver Kritik an Hardell zu Wort. Wir haben uns jahrelang gefragt, wieso sich Doll dazu nur äußern konnte. Er hatte ja keine eigenen Daten. Jetzt, vor kurzem, ist im Nachlass von Sir Richard Doll ein Brief gefunden worden, in dem zu lesen ist, Monsanto erhöhe die täglichen Zahlungen für Sir Richard Doll von 1.000 auf 1.500. Das ist der Beleg. Der Vertrag zwischen Sir Richard Doll und Monsanto ist von William Gaffey unterschrieben. Jenem William Gaffey, dessen Name über den fragwürdigen Zahlen der ersten Monsanto-Dioxin-Studie stand. Mittlerweile ist Gaffey verstorben. War Doll etwa mit seiner wissenschaftlichen Autorität aufgetreten, um Monsantos Position in Sachen Dioxin zu unterstützen? Welche Parallelen sehen Sie zwischen Agent Orange und Monsantos Pestizidwirkstoff Glyphosat? Nun, die Methoden sind die gleichen. Man leugnet die Faktenlage. Die Industrie mietet sogenannte unabhängige Experten, die den Standpunkt der Firmen vertreten. Sie müssen ja auch bedenken, wenn Monsanto zugibt, dass Agent Orange Krebs auslöst, hat der US-Multimillionenklagen auf dem Tisch. Man müsste auch Vietnam entschädigen, wo zum Beispiel der ganze Boden abgetragen werden müsste. Also hier ist großes Geld im Spiel. Compensation from Vietnam. You need to clean up the areas where you have dioxins, as we had there, and so forth. So it's big money talking. Monsanto hat sich auf politisches Lobbying spezialisiert und auf die Fälschung der Realität. Das ist das Markenzeichen von Monsanto von Anfang an bis heute. That characterizes Monsanto from beginning to the present. Wir hätten Monsanto gerne zu all den Fragen interviewt, aber wir hatten ja eine Absage bekommen. In New York haben die schwerkranken Vietnamesen über Stunden gemeinsam mit den amerikanischen GIs im Gerichtssaal durchgehalten. Schon das feiern sie als Erfolg. Doch als sie das Gerichtsgebäude verlassen, ist nicht klar, ob es eine Wiederaufnahme des Verfahrens geben wird. Das werden die Richter entscheiden. Es ist doch klar, dass sie wussten, dass Agent Orange ein tödliches Gift ist. Sie haben es ja selbst der US-Regierung nicht gesagt, jahrelang. Es werden sicherlich weitere Studien angefertigt. Und womöglich werden auch weitere Enthüllungen über die fragwürdigen Methoden der Firma ans Tageslicht kommen. Die Frage nach Entschädigungen für die Opfer bleibt weiterhin offen. Ganz im Sinne Monsantos. Yeah, but then again.